So, okay. Nina, ich bin, du darfst, glaube ich, auch mit bewerten gleich. Ich erwarte von dir 5 Sterne, ne? Ich gucke mal, ich gebe dir einen, okay? Ey. Hey Leute. Was geht? Nina hier mit... Kahn, hallöchen. Hallo, wir sind mal wieder bei Roblox, bei Fashion Famous und werden uns heute wieder der Jury stellen mit den, in der Frage, wer hat das coolste Outfit? Ja, wir sind auch schon mitten hier in einer Runde und zwar bei der Rubrik... Ich bin in keiner Runde. Bist du nicht? Nee. Hast du eben auf No gedrückt und nicht auf Yes? Weiß ja, ich nicht mehr. Da mache ich die Runde gerade alleine. Ich bin hier bei The Interview. Nö. Da musst du, aber du darfst gleich mit bewerten. Es sind nur noch 2 Minuten. Dann hole ich mir jetzt gerade kurz mein Outfit und ihr seid jetzt mal kurz bei mir. Ich habe doch geahnt, dass es nicht funktioniert. Zu zweit los. So, ich möchte eigentlich einen Anzug anziehen. Aber ich weiß nicht, ob es einen Anzug gibt, um ehrlich zu sein. Ich bin ja VIP, bist du eigentlich auch VIP? VIP, weiß ich nicht, woran sehe ich das? Das sieht man über deinem Namen. Nein. Ich hab nur nerviges Gameboy Fashionista. Achso, das kann ich ja anziehen. So. Wir sind auf jeden Fall in derselben Lobby, aber irgendwie bin ich nicht im Spiel, das finde ich blöd. Du hast auf No wahrscheinlich gedrückt, wo das Spiel eben angefangen hat. Ich weiß gar nicht, ob mir das gut angezeigt wurde. Was ist das Thema jetzt bei dir? The Interview. Achso, steht ja da oben. Musst du da in so Business rumlaufen? Ja, aber meine Haare passen mir absolut nicht. Die große Frage, was mache ich mit meinen Haaren? Warte, ich mach so. Das wird witzig. So. Das ist eigentlich absolut nicht, aber... Langweilig. So? Ich kann es leider nicht sehen. Ich kann dir mein Feedback gerade nicht geben. Ja, ich weiß. So. Es sieht so schlecht aus. 43 Sekunden noch. Ja. Gesundheit. Dankeschön. So, ich wollte nur mein Gewicht noch. Meinst du, dass Leute, wenn sie ihren Roblox-Avatar machen, einen machen, der aussieht wie sie oder der so aussehen soll, wie sie gerne aussehen würden? Ich glaube, wie man aussehen, gerne aussehen würde, glaube ich. Also habe ich zumindest so gemacht. Du würdest in Real Life gerne so aussehen wie dein Charakter? Ja, wieso nicht? Ja, so bei mir eigentlich auch. So, okay. Nina, ich bin, du darfst, glaube ich, auch mit bewerten gleich. Ich erwarte von dir 5 Sterne, ne? Ich gucke mal, ich gebe dir einen, okay? Ey, da gibt es ja aber Ärger, ne? Aber so richtig vom Feinsten. Ich bewerte jetzt. Dann komme ich angeflogen, angeflogen mit einer Faust, Nina. Was? Angeflogen mit einer Faust. Ja, ja. Ja, ja. Welcome everyone to the Fashion Famous Show! Fashion Famous! It's time to vote for the best outfits! Guck mal, da ist immer noch der Typ, der durchsichtig ist. Der keinen Kopf hat. First up, bla bla bla. Okay. Und es geht um The Interview, ne? Also es geht um anscheinend, glaube ich, um so ein Bewerbungsgespräch, würde ich mal behaupten. Das geht ja gar nicht, das kann ja nicht zum Bewerbungsgespräch anziehen. Ein Stern. Hab ich dir gegeben. Gut, da sind wir schon mal... Ich weiß nicht, was The Interview heißt. Ich denke mal, The Interview heißt, ne? Hier ist Jobinterview gesagt. Ja, ich denke auch. Wir bewerten das nach Jobinterview. Geht auch das nicht. Ist für mich auch nur ein Stern. Ja, ich weiß nicht, wenn den Leuten nicht stimmt, aber sie können doch nicht zum Bewerbungsgespräch auftauchen. Also bitte Leute, wenn ihr auch zu einem Praktikum oder so gehen wollt, so geht das nicht. Ja, das ist schon besser. Ich habe jemanden verstanden, aber das sieht auch... Ja, aber guck mal die Hose bitte an. Ja, komm, aber es gibt wegen der Sonnenbrille gibt's 2 Sterne von mir. Von mir auch. Von hinten sieht das gut aus, aber wenn aber man dann die Hose sieht... Los, als wenn die Hose falten, andersrum wäre es auch nicht besser. Auch nicht. Das sieht komisch aus. Ja. Der kriegt 3 Sterne. Ja, komm, ich gebe auch 3 Sterne. Jackett passt aber nicht zur Hose. Außerdem, warum hat er da so 2 Gürtel an seinen Beinen? Ich glaube, das ist die Hose allgemein. Sieht voll seltsam aus. Braucht man sich auch gar nicht so freuen, so gut anfangen. Ich glaube, so. Da hat jemand richtig. Nee, noch nicht. Ja, mit so einer zerrissenen Hose, Madame, werden das nur. Nee, vote me, da gibst du 2 Sterne. Ich glaube, ich gebe 3. Ja, ey, immer wenn du mir gleich nicht 5 gibst, ne? Ich bin richtig perfekt fürs Guck jetzt. Also besonders die Haare. Ich
Ja gut, da gebe ich 5 Sterne. Ja, sieht danke! Sieht aus wie so ein im Gerichtssaal damals bei den Briten oder Franzosen oder so. Ja, darauf habe ich auch abgezielt. Aber ich will auch Anwalt werden. Ich habe bei einer Kanzlei habe ich nachgefragt. So, ich glaube, ich war der Letzte. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, ob ich Erster bin. Ich glaube, du bist gar nicht dabei. Doch. Doch, Dritter. Ja, ich bin. Guck mal, wer Erster geworden ist. Die mit ohne Hose. Die mit der halben Hose. Ey, ehrlich. Egal, ich bin zumindest Dritter geworden. Jetzt kann man gleich noch die Punkte sehen. Ja, guck mal, die hat 20 Punkte bekommen. Yo! Guck mal, hättest du mir die 5 Sterne nicht gegeben, dann wäre ich irgendwie bei wahrscheinlich 10 oder 9. Egal. Wärst du dann gewesen. So, jetzt in der nächsten Runde bist du dann hoffentlich auch dabei, Nina. Intermission, wir müssen warten, 27 Sekunden. Ja, tun wir nicht. Wir machen einfach direkt jetzt. Startet es. Crown Royalty. Okay, es geht um, ich würde mal sagen, einfach grob Königsfamilie. Ja. Und eine Krone ist anscheinend wichtig, warum auch immer. Das hat Königsfamilie. Gut, okay. Wir haben 3 Minuten Zeit. Okay. Ich glaube, du bist kein VIP, so wie ich, ne? Ich habe mir einmal mit Robux ein bisschen was gekauft, dass ich auch in andere Bereiche gehen darf. Wir müssen uns irgendwas holen, was königlich ist. Und die Zeit läuft schon. Ja. Voll schwierig, die haben ja echt nur Sachen, die eher nicht königlich aussehen. Oh, ich weiß was, ich weiß. Ich bin auch bei den Herren gerade. Königlich ist auf jeden Fall blass sein, das ist schon mal gut. Sie sind immer nicht gut gebräunt, sondern blass. Bevor die Blässe. Ach, das muss ich kaufen. Was kostet denn das? Ich habe tatsächlich schon alles gekauft bei... Nee, ich habe voll wenig Robux nur. Ich kann das gar nicht kaufen. Ich würde jetzt nicht so viel Geld ausgeben. Bin ich VIP? Ich glaube, ich kann mir echt nichts kaufen dafür. Da musst du in die normalen Bereiche. Ja, aber auch das Kleid, was ich gerade kaufen wollte. Guck mal, das wäre jetzt eigentlich auch nicht schlecht gewesen. Sekunden noch. Irgendwie heute ist auch Fashion Famous ein bisschen buggy, habe ich das Gefühl. Und manchmal geht mein Avatar nicht so richtig. Ja, ich muss sagen, mir gefällt mein Outfit selber nicht so ganz. Cool, wenn man so einen G-Shop noch mitnehmen könnte. Der ist für mich so richtig. Nina, wie sieht's bei dir eigentlich aus? Du bist so still. Ja, ich bin noch nicht so richtig. Ist nicht warm? Nee, ich habe nicht mehr so viel Zeit und ich überlege noch, was ich anziehen soll. Natürlich nicht so schön. Oh, das sieht auf jeden Fall ganz schön aus eigentlich. Was kostet das? Ich habe zu wenig. Mann, ich kann mir keine Krone kaufen. So, ich bin zufrieden. Mal gucken, ob's klappt. Eine Tasche. Sieht aus, eigentlich ganz gut, aber leider ohne Krone. Leider auch keine Krone. 22 Sekunden. Na egal. Ich hoffe, es kommt rüber. Ich bin bei der Familie, ich bin zumindest bei der Königsfamilie zu Besuch. Da kommt das wenigstens rüber. Vielleicht ist ja Nina bereit, uns ein paar Punkte zu geben. Hä? Bin mal gespannt, wie du aussiehst. So, okay, wir sind diesmal, glaube ich, in Paris anscheinend. Ja, Paris. Bei der Königsfamilie in Frankreich, aber die haben noch keine Königsfamilie. Wer ist jetzt in London, hätte es besser gepasst. Wer ist in London, hätte es besser gepasst, oder Nina? Ja, definitiv. Frankreich hat kein Königshaus. Schweden wäre auch gewesen, gut gewesen. Norwegen, Spanien. Holland. Das ist doch nicht königlich. Ja, wobei ich verstehe, also das Kleid und so, aber Bay. 2 Sterne. Es gibt 3. Also ich möchte die Königin bestimmt 2. Nicht sehen.
Jetzt komm ich. Das nervige Game Girl. Ja. Doch. Ich gebe mal 5. Yay. Ich gebe 5. Ich fand, ich sah aus wie eine Prinzessin. Jetzt kommst du. Was ist das denn? Ja, was? Das ist doch nicht königlich. Natürlich. Ich bin zu Besuch bei der Königin mit Hut und Regenschirm. Du hast eine kaputte Hose an. Ey, wenn du mir keine 5 Sterne gibst, ne? Mach ich nicht. Boah, aus Überzeugung nicht. Du bist sowas von dran in der nächsten Runde. Was denn? Dem gibst du bestimmt jetzt 5. Was ist das denn? Kann man noch keinen Stern geben? Der hat eine Unterhose an. Ich wusste gar nicht, dass Nina so arrogant ist. Das wusste ich gar nicht. Arrogant? Ehrlich, das wusste ich. Ey, Leute, das ist für mich gerade eine ganz neue Erkenntnis, dass Nina eine Persönlichkeitsstörung für mich hat, weil diese Arroganz ist für mich schon echt eine Störung. Ich finde, die sind auch alle schlecht. Ja, guck, weil ich dir jetzt alleine 5 Sterne gegeben habe, wirst du schon gewinnen. Ja, ehrlich. Das hätte ich von Nina niemals gedacht. Du hast einfach das Thema nicht getroffen. Ich habe das Thema nicht getroffen. Die sehen auch alle nicht königlich aus. Boah, das ist ehrlich. Crown Royalty heißt doch gekröntes Königshaus quasi. Ja, aber guck erstmal, was es für Männer da gab. Oder sollte ich genau das gleiche anziehen, was sie eben anhatte? Oh, da kommt die eben harte Konkurrenz. So, guck, wo ist deine Krone? Siehst du, sie hat eine Krone. Ja, ich konnte mir keine, weil man muss es kaufen zusätzlich. Ja, sie kriegt doch wie... Ah, Mann, wäre ich bloß vor dir gekommen. Bin ich da dran gekommen, ehrlich, dann hätte ich dir auch nur einen Stern gegeben. Die hat auch nur eine Hose an, wo man da reingucken kann. Ist das ein Rock? Ja, komm, sie hat eine Krone, sie kriegt zumindest 2. Nee, weißt du was, ich tue alles dafür, dass sie jetzt vor Nina landen. Die kriegt auch 5 von mir. Ich gebe jetzt allen 5. Ich habe auch, der davor habe ich 5 gegeben, der habe ich nur 3 gegeben. So, es kommt zum Punkt, es kommt zum Ergebnis. Ey, wenn jetzt Nina mit auf dem Treppchen ist, ne, kriegt sie 4. Ja! Ja! Yes! Die in Schwarz hat was gewonnen? Oh, das ist so Krone cool! Hatte, deswegen! Das ist so cool, dass sie vor dir ist. Völlig zu Recht auch, muss ich sagen. Ich bin Vierter. Oh, Nina, geworden. Nur Vierter. Du bist Vorletzter. Guck, hättest du mir die 5 gegeben, dann wäre ich sogar vor dir wahrscheinlich. Guck mal, die gönnt gar nichts, ey. Nina gönnt gar nichts. Ich bin Amateurmodel jetzt, ich bin aufgestiegen, also lass mich in Ruhe. Ich bin Pro-Model, dass du überhaupt mit mir reden darfst. Chill. Mit dir wohne ich nicht in der Model-WG. Boah, bei Topmodel. Ehrlich. Nächste Runde, Nina, du bist sowas von dran, sage ich dir. Egal, ob es passt oder nicht, ich gebe dir trotzdem nur 1 Stern. Gibt es keinen Countdown? Geht es dann überhaupt weiter? Doch, oben ist auch ein Countdown. Ich habe keinen. Bei mir schon, dann geht es gleich weiter. Ich wette, in der Runde bin ich schon wieder nicht drin. Wahrscheinlich wurdest du rausgeschmissen, weil du so unfair warst. Wieso denn? Ja. Da, es geht doch um subjektive Meinungen. Und wenn ich finde, dein Outfit sieht nicht schön aus, jetzt mir ab sofort sehen deine Outfits für mich auch nicht mehr schön aus. Jetzt ist er beleidigt. Nur weil er ne, ich bin nicht beleidigt. Das, was du machst, ist echt unfair. Wir sind ein Team. Haben wir nicht gesagt. So, die Kategorie ist... Bei mir steht überhaupt nichts. Ich glaube, ich bleibe in der Lobby. Ja, warte erstmal ab. Mir läuft auch keine Zeit ab. Ach, jetzt bin ich. Was ist denn die Kategorie? Kategorie, warte, ich habe sie eben auch wieder verpasst. Okay, in Paris. Ein Abend-Rendezvous in Paris. Ein Rendezvous? Ja, nein, kein Rendezvous. Aber halt, ne? Ich denke mal, Abendmode ist ja klar, ist ein bisschen feiner. Bei mir stand gar kein Motto. Steht bei dir oben kein Motto? Nee. Das ist eine Nacht in Paris. Eine Nacht in Paris. Paris. Wie kann ich die Haare, die ich habe, wegmachen? Links auf den Hut und dann kannst du sozusagen die Auswahlmöglichkeiten. Aber ich kann es nicht wegklicken. Ah, jetzt. Du musst einfach draufklicken, das ist ein bisschen schwieriger. Okay. Ich hatte schon Panik, dass ich meine Haare behalten muss. Cool, das sieht mega cool aus. Bin begeistert von meinem Outfit. Night in Paris. Hast du das mit dem Schnurrbart genommen? Nee, ne? Nee. Aber in dieser Runde bin ich echt nicht zufrieden, um ehrlich zu sein. Nee. Diese Runde gefällt mir nicht.
Nee, auf gar keinen Fall. Also in dieser Runde bin ich noch nicht mal zufrieden, Leute. Doch, ich sehe schon sehr stylisch aus, muss ich sagen. Oh, wir checken nur einen anderen Hund. Ich finde, der andere sah cooler aus. Wo war er denn? Ist okay, ist okay. Okay, ich bin ready. Mir gefällt mein eigenes Ding gerade nicht. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Wie viel Zeit haben wir denn noch? Noch 5 Sekunden. Okay, ich bin jetzt auch fertig. Und jetzt sind nur. Okay, jetzt startet. Okay, ich würde sagen, danach machen wir noch eine Runde auf jeden Fall. Okay. Also ich will danach auf jeden Fall noch einmal auf den Catwalk. Müssen wir uns jetzt 5 Punkte jeweils geben oder entscheiden nein, wir nach, nein, ob's nein, schön ist? Das ist jetzt, ich sage dir auch nicht, wie viele Punkte ich dir gegeben habe. Okay. Ich sag's, ich gebe dir nur einen, ist mir egal was. Du bist gemein, entscheid doch mal subjektiv. Na ja, subjektiv sage ich eins. Das ist fies. Guck mal, jeder hat diese eine Hose, die gewinnen immer wieder. Was ist das? Was ist das? Keine Ahnung. Ich kann nicht abstimmen. Kannst du gar nicht abstimmen? Nee. Ja, hast du Pech gehabt. Warum geht das nicht? Das ist ja voll seltsam. Nicht dran. Jetzt hättest du eigentlich abstimmen können. Ich kann auch für dich auch nicht abstimmen. Hier sind keine Sterne. Das ist ja seltsam, weil bei mir stand auch kein Thema und so. Ich glaube, es ist echt ein bisschen buggy. Vielleicht war diese Runde bei dir ein bisschen buggy. Ist ja egal. Dann mache ich das. Ist okay. Mein Outfit ist der absolute Oberhammer. Ich komme jetzt. Was? Ich sehe sowas von High Fashion aus. Da kannst du nichts gegen sagen. Ich sehe aus wie von der Pariser Modenschau, direkt ja, ins aber das Restaurant. Es geht ja um keine Pariser Modenschau. Nee, aber es geht also ein Date oder ein Abend in Paris oder sowas? Ich hab dir auf jeden Fall eine Bewertung gegeben. Stell dir mal vor, du hast mir einfach ein falsches Thema gesagt, weil ich das Thema gar nicht gesehen habe. Nein, das Thema ist schon richtig. Was war das? Einen Abend in Paris? Mhm. Ja, ich fand, ich habe das getroffen. Was ist das denn? Die Zähne! Nee, ist das eine Katze? Achso, das sind gar keine Zähne. Witzig, ey. Da fällt es auf jeden Fall auch in Paris, wenn du so rumläufst. Da denken die alles Karneval. Oh, jetzt kommt wieder so eine Prinzessin. Ja, tut mir leid, das sind für mich alles keine coolen Outfits, muss ich sagen. Mein Outfit war das allerbeste. Nee. Doch. Von den einen, die gerade waren, war meins das Beste. Nein! Wie? Nein. Doch. Ich finde, das hat nichts. Das ist eher für mich so ein Tagesoutfit, was du anhattest. Das bin ich Nein, ganz das ehrlich. Das war Paris würdig. Ja, wir werden ja sehen. Vielleicht hast du ja gewonnen. Wer weiß. Vielleicht hast du ja gewonnen. Yeah. Guck mal, Nina hat sogar gewonnen, ey. Ich hab gewonnen. Ich hab Dabei habe ich dir nur 2 Sterne gegeben, ey. Was? Ich hab dir nur 2 Sterne gegeben. Ja, aber mein Outfit ist einfach der absolute Knaller. Voll nicht. Guck mal, ich bin letzter eiskalt. Oh mein Gott. Ja, siehst du, weil du einfach richtig doof aussahst. Ich behaupte auch einfach mal, weil ich der einzige Junge war. So, bist du wieder in der Lobby? Ja, ich bin einfach gerade, obwohl ich nichts gedrückt habe, gegen die Wand gelaufen. Irgendjemand hat meine Figur fremd gesteuert. Steht bei dir jetzt oben Intermission? Ja, jetzt ja. Ja, okay, gut. Dann machen wir jetzt noch ein letztes Thema und ich werde euch versprechen, ich werde Erster. Ich werde euch versprechen, ich werde Erste. Von Atlantis Underwater. Oh, schon wieder so, ey, diese Themen heute, ne, die sind sowas von daneben. Voll schwierig. Unter Wasser? Das ist einfach. Das Thema als Mann wird jetzt sehr, sehr schwierig, bin ich ganz ehrlich. Unter Wasser Model. Ich krieg Schluck auf, wenn ich aufgeregt bin. Und meine Haare weg! Oh ja. Das kostet alles was, ne? Hm.
Nein! Geh raus! Sieht man. Lights out! Oh ja. Auch noch eine schöne. Also wenn ich damit jetzt nichts hole, ne? Dann kriege ich aber zu viel, dann ist das hier manipuliert alles. Auf jeden Fall. Ja. Klar. So, ich sag, ich hole auf jeden Fall den ersten heute. Zum Abschluss hier. Niemals. Never ever. Ich hole den ersten. Ich suche immer noch die Ketten. Wo sind die denn? I don't know. Okay, noch 10 Sekunden. Das haben. Boah, ist aber teuer. Nein, keine Zeit mehr für eine Kette. Oh, in Miami. So, da bin ich mal gespannt. Oh yeah, wir sind in Miami. Da war ich noch nie. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich werde jetzt wirklich fair beurteilen. Habe ich eben angedeutet. Mir hat dein Outfit eben wirklich nicht gefallen. Ehrlich, das ist jetzt mein Ernst. Ach komm, erzähl keinen Quatsch. Ja. Ja, aber kann ja auch sein. Oh, die sieht aber so ein bisschen düster ja aus, finde ich, für eine Mähenfrau. Ja. Aber ich gebe mal 3. Ich hätte so ein bisschen lila vielleicht dann eher. So eine böse Mähenfrau wie Ursula. Ja. So eine schöne Meerjungfrau. Jetzt kommst du. Ha? Ja. 5 Sterne würdig, würde ich mal sagen. Ja, schön. Ja. Kann ja auch, ja. Ich sag dazu nichts. Ja. Mit dem Rock, das mit dem Rock passt nicht so über der Flosse. Konkurrenz ist stark. Ja, nee, nein. Nein. Nein, ich dachte auch erst am Flieger, aber nee, pass auf, aber trotzdem wird die bestimmt unter den ersten drei landen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Alleine, weil sie diese Flügel hat. Ich weiß nicht wieso, aber diese Flügel sind, glaube ich, so ein heftiges Ding bei Fashion Famous. Meinst so, jetzt du? Ist Nina dran. Ja. Ja, okay. Ich jetzt komme ich. Zu sehen. Das sieht sehr, sehr schick aus. Muss ich schon sagen. Habe ich doch gesagt. Ja, moin. Wahrscheinlich hat sie es vergessen. Oder hatte keine Zeit mehr. Vielleicht ist sie später in das Spiel reingekommen. Das kann ja sein. Könnte sein. Okay, ich glaube, jetzt kommt tatsächlich das Finale, Leute. Ich bin gespannt. Ja! Ich bin Erster! Du hast gewonnen! Ja! Ich bin Erster! Guck mal, ich bin Erster! Du bist eiskalt Letzter. Du hast. Ich habe dir auf jeden Fall 5 Sterne gegeben, die anderen. Oh, ich habe dir gar keine Sterne gegeben. Wieso das denn? Ich verstehe es, denn ich bin ein Pro-Model, Leute, bei Fashion Famous! Das verstehe ich gar nicht! Ja, das kann sein, Nina. Vielleicht hat es Ihnen einfach nicht ganz gefallen. Ehrlich, Leute, wenn es euch denn gefallen hat, gerne einen Daumen nach unten. Wenn es euch gar nicht gefallen, Daumen nach unten. Ich halte sowas nur für ausgleichende Gerechtigkeit. Ich bin richtig schockiert! Ich war Erster, so das kann gar nicht sein. Leute, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben, lasst so ein Abo da. Aktiviert die Glocke und kommentiert auch. Ihr könnt auch gerne weitere Videos schauen oder Instagram abchecken. Karo-XY. Mach's gut, Nina! Oder Nina-Unterstrich, na klar.